Trader. Mit uns hast du gute Karten. Willkommen zurück, alle miteinander, zu dem zweiten Spiel. Diesmal darf ich Sebastian begrüßen. Hallo. Hallo. Und ja, dann spielen wir jetzt gerade die zweite Runde des heutigen Pioneer-Events. Wir haben schon gemischt, müssen nur noch bestimmen, wer anfängt. Würde ich sagen, wieder über einen Würfelwurf. Lass uns würfeln, genau. Nehmen wir 2 und hoch. Ja, können wir machen. Okay. Ich habe eine 7, das ist Durchschnitt. Ich habe eine 8. Etwas? Nein, eine 9. 9. Etwas überdurchschnittlich. Etwas überdurchschnittlich. Dann darfst du entscheiden, ob dann du würde ich anfangen. Möchtest. Okay, sehr gerne. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon starten. Ich muss nochmal eben kurz einmal den Timer entsprechend setzen. Einen Augenblick. Die sollte vielleicht nicht unbedingt direkt in die Kamera hineinschießen. Und start. 3, 5, 7. Gut, dann würden wir sagen, viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg und dem Stream ein schönes Spiel. Genau. Ja. Ich glaube, ich würde das auch halten. Ich werde das auch halten, ja. Okay, dann anfangen mit einer unterirdischen Leichenhalle. Ja. Kommt getappt ins Spiel und zur Vale. Ja. Und die Karte lasse ich oben drauf liegen. Golgari mit Survey. Okay, interessant. Dann bist du dran. Okay, dann ziehen wir mal. Ich lege einen Wald. Mhm. Tappig. Lanowa-Elf. Kreatur, ja. Elf, Druide, 1-1, tappen, erzeuge ein grünes Mana. Okay. Bitte. Ich ziehe. Spiele ein schmutziges Schlammloch. Kommt getappt. Getappt ins Spiel und ist ein Wald, Sumpf, tappt für ein grünes oder schwarzes. Okay. Dann lässt du drin. Alles klar, dann tappen wir mal. Ziehe eine Karte. Dann lege ich mal ein Schloss Garenbruck. Ist ein Land, kommt getappt ins Spiel, das sei denn, ich kontrolliere einen Wald, was ich habe. Ja. Kann ich tappen für ein grünes Mana und für 2 Doppelgrün kann ich den tappen, 6 grüne Mana erzeugen. Kann das Mana aber nur verwenden, um Kreaturenzauber zu wirken und Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren. Mhm. Dann würde ich gerne einmal 3 Mana tappen und lege dann mal einen Altholztroll. Okay. Kreatur-Troll-Krieger 4-4 verursacht Trampelschaden. Wenn der Altholztroll stirbt und falls er eine Kreatur war, bringe ihn ins Spiel zurück. Er ist eine Aura-Verzauberung mit verzaubert einen Wald, den du kontrollierst. Und der verzauberte Wald hat Tappen, erzeuge 2 grüne Mana. Mhm. Und 1 Mana Tappen, opfere dieses Land, erzeuge einen getappten 4-4 grünen Trollkrieger-Kreaturenspielstein, der Trampelschaden verursacht. Okay. Bitte. Dann ertappe ich, upkeep, draw. Ja. Ich spiele einen Wald. Ja. Und spiele einen Topiari-Stampfer. 4-4er, Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, darf ich mir ein Standardland raussuchen. Mhm. Und er kann weder angreifen noch blocken, solange ich nicht mindestens 7 Länder kontrolliere. Okay. Dann würde ich mir ein Standardland raussuchen, und zwar einen... Willst du es auf die Hand oder ins Spiel? Ins Spiel, getappt ins Spiel. Und zwar einen Sumpf. Okay, er spielt auf jeden Fall mit vielen Ländern. Interessant. Okay. Und dann wärst du dran. Okay, dann würde ich mal tappen, eine Karte ziehen. Was machen wir dann so Schönes? Erstmal lege ich ein weiteres Schloss Garenbruck. Passt. Okay. How should we do that? Machen wir erstmal so. Ich werde mal 3 Mana tappen und einen Stahlhand-Champion ins Spiel bringen. Mhm. Kreatur 11, Ritter, 5-4. Der Stahlhand-Champion kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Mhm. Dann gehe ich in den Kampf. Ja. Greife ich an für 4. Okay, kriege ich 4. Dann kriegst du 4. Zweite Hauptphase. Mhm. Tappe den Lanowa-Elfen.
um einen Llanowar-Elfen zu spielen. Okay. Bitte. Dann untap, okay, draw. Mhm. Ich würde einen Sumpf spielen. Das sind sicher natürlich die super schönen Phyrexia-Sümpfe, die man so gut erkennt. Ja. Vor allem, weil man davon die anderen verschiedenen. Dann würde ich Warrenclex spielen. Ja. 6-6er, Trampelschaden Reach. Wenn er ins Spiel kommt, darf ich 2 Waldkarten auf meine Hand nehmen. Also Wälder, nicht Standardländer. Aus meiner Bibliothek auf meine Hand. Okay, ja. Und ich kann ihn für 8 Mana transformieren. Dann wird er eine Sage auf der Rückseite. Das sehen wir dann, wenn es soweit kommen würde. Ich kann es dir jetzt auch sonst erklären, aber. Okay, ja. Passiert. Erstmal meine 2 Wälder raussuchen. Und zwar ein Overgrown Tomb. Ja. Und tatsächlich einen ganz normalen Wald. Okay. Interessant. Interessant, interessant. Die Höhlen sind so rutschig. Passt. Okay. Dann nehme ich die auf meine Hand. Und dann wärst du dran. Okay. Tappen wir mal. Und ziehen. Tappen. Ich erzeuge 6 grüne Mana, kann das aber nur verwenden, um Kreaturen zu wirken oder Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren. Für 3 kommt Ronas der Unbezwingbare ins Spiel. Mhm. Er ist eine legendäre Kreatur, Gott. 5/5, Todesberührung und Zerstörbarkeit. Ronas der Unbezwingbare kann nicht angreifen. Hier steht nur nicht angreifen, eigentlich heißt es nicht angreifen oder blocken. In der deutschen Version ist da wie ein Fehler drin. Es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Mhm. Und hat eine Fähigkeit für 2 und ein grünes. Eine andere Kreatur deiner Wahl erhält +2/+0 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ja. So, jetzt habe ich noch 3 Mana offen aktuell. Dann würde ich gerne einmal diese 3 Mana benutzen, um ihm +2/+0 und Trampelschaden zu geben. Mhm. Ist also eine 7-6er. Ja. Dann gehe ich in Kampf. Greife an mit 7-6. 7-4. Der kriegt nur den Buff vorne. Ach, nur vorne. 7-4 okay. Kann von Kreaturen Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Verursacht Trampelschaden. Die würde ich. Will ich die nehmen? Ich würde blocken mit Warrenclex. Okay. Dann passiert das? Ja. Dann sterben beide, du kriegst noch einen Schaden. Genau. Dann bist du auf 15. Alles klar. Bitte. Untap. Upkeep, draw. Dann würde ich für 4 Schwarze einen Phyrexian Obliterator spielen. 5/5er Trampelschaden. Wenn er Schaden bekommt, musst du entsprechend viele Permanents opfern. Das heißt, wenn er 5 Schaden bekommt, müsstest du 5 Permanents opfern. Cool. Cool. Finde ich auch. Ja, macht Spaß. Macht sehr viel Spaß, offensichtlich, ja. Ja, wenn man jetzt noch die passenden Karten auf der Hand hätte. Ich spiele die Overgrown Tomb getappt. Ja. Und wäre fertig. 5 Permanente.
So viel Schaden, wie er bekommt. Ne? Wenn ich eine 13-13er blocke, müsstest du 13 Permanents bekommen. Verständlicherweise, ja. Du machst irgendwelchen Blödsinn. Finde ich jetzt nicht unbedingt, aber... Aber ja, kann man so sehen. Vier Mana. Isikas Streitwagen. Mhm. Legendäres Artefakt, Fahrzeug. 4-4. Wenn Isikas Streitwagen ins Spiel kommt, erzeuge 2-2-2 grüne Katzen-Kreaturenspielsteine. Mhm. Katze und zweimal das Ganze. Immer wenn Isikas Streitwagen angreift, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie eines Spielsteins deiner Wahl ist, den du kontrollierst. Mhm. Mann 4. Dann gehe ich mal in den Kampf. Mhm. Ronas Kraft an. 5-5. Mit Todesberührung und Unzerstörbar. Ja, den würde ich mit meinem Obliterator blocken. Gut, dann passiert Schaden. Die fügen sich jeweils 5 Schaden zu. Genau. Todesberührung tötet. Genau. So, jetzt muss ich 5 Permanents opfern. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Der hier, weil er stirbt, wird da als Verzauberung an diesen Wald gelegt. Okay. Das hat mich ordentlich zurückgeworfen. Ich hoffe, es reicht. Ich weiß nicht. Untappe ich. I'll keep a draw. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Dann spiele ich einen Wald als Land for Turn. Ab jetzt ist er... Genau, jetzt kann er angreifen und blocken. Ja. Ich würde jetzt auch sofort in Combat gehen und dich mit ihm angreifen. Dann würde ich 4 nehmen. Dann nimmst du 4. Okay. Dann spiele ich... Das ist noch ein Brett, ja. Sheoldred. Du opferst eine Kreatur oder einen Planeswalker, also 4-5er Menace, wenn sie ins Spiel kommt, opferst du eine Kreatur oder einen Planeswalker. Mhm. Und für 5 Mana kann ich sie flippen und dann wird sie auch zu einer Verzauberung. Ich opfere den Lano 11. Okay. Dann bist du dran. Was macht dir die Rückseite nochmal von dir? In der ersten Phase kann ich eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. In der zweiten Phase millst du 3 Karten und wirfst 3 Karten aus deiner Hand ab. Und in der dritten Phase bringe ich alle Kreaturen aus allen Friedhöfen unter meine Kontrolle ins Spiel zurück. Also du darfst sie gerne noch einmal umdrehen. Das ist mies. Das kann ich aber nur aktivieren, wenn 8 oder mehr bleibende Karten in deinem Friedhof liegen. Oder wenn 8 oder mehr Karten in deinem Friedhof liegen. Das heißt, aktuell könnte ich es, glaube ich, noch nicht aktivieren. Nein, ich habe 2 im Friedhof. Ich habe einen Stahlland-Champion und einen Lanova-Elf. Mit dem anderen Lanova-Elf und so weiter, die liegen so, theoretisch auch im Friedhof. Die sind auch im Friedhof. Sorry, ich habe die falsch hingelegt. Ja. Mies. Dann gehe ich mal in mein Zug und ziehe. Leg mal. Leg ich einen Wald? Nee, noch nicht. Mhm. Noch nicht. Okay. Tappe mal 2 Mana. 3. Kasandu-Mammut. Mhm. Kreatur-Elefant. 3-3. Mit Landung. Immer wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält das Kasandu-Mammut plus 2 plus 2 bis mindestens. Mhm. Landdrop. Mhm. Trigger. Mhm. Das ist 5-5. Mhm. Dann für 2 eine Werwolf-Rudelführerin. Mhm. Kreatur, Mensch, Werwolf 3-3 mit Rudeltaktik. Immer wenn die Werwolf-Rudelführerin angreift und falls du in diesem Kampf mit Kreaturen mit Gesamtstärke 6 oder mehr angegriffen hast, ziehe eine Karte.
Für 3 Grünes. Bis zum Ende des Zuges hat die Werwolf-Rudelführerin Basisstärke und Widerstandskraft 5-3, verursacht Trampelschaden und ist kein Mensch. Mhm. Dann gehe ich in Kampf. Ja. Er ist aktiv. Er greift an. Für 5. Für 5. Ja. Das würde ich. Das würde ich mit Sheoldred tatsächlich blocken. Okay. Dann bitte. Ja, Trampelschaden macht der nicht, oder? Nein. Der hat nur Todesberührung und Unzerstörbarkeit. Alles klar. Untap, Upkeep, Draw. Ja. Ich habe viele Prätoren spielt er. Ich hätte mal was End of Turn machen wollen. Egal. Hoffe ich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Dann spiele ich für 3 Mana. Ja. Glissa Sunslayer. Death Touch, First Strike. Immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, kann ich entweder einen Lebenspunkt bezahlen und eine Karte ziehen. Mhm. Kann bis zu drei Marken von irgendeinem Permanent runternehmen. Ja. Oder kann eine Verzauberung zerstören. Okay. Und dann würde ich nochmal mit dem Topiari-Stampfer angreifen. Doppelblock. Mhm. Ist okay, dann würde ich ihn in den Tod reißen. Genau. Okay, dann passiert das? Ja. Gut. Und dann dein Zug. Ja. Habe ich mal 2, 3, 4 Mal. Mhm. Ja. Für einen Isikas Streitwagen. Mhm. Legendäres Artefaktfahrzeug 4-4. Wenn ein Spiel kommt, erzeuge ich 2 Katzen. Mhm. Und immer wenn er angreift, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie eines Spielsteins seiner Wahl ist, den du kontrollierst. Ja. Bemannen 4. Dann würde ich gerne die beiden Katzen ihn bemannen lassen. Ja, aber er hat keine Eile, oder? Er hat keine Eile. Aber ich kontrolliere jetzt eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Heißt, Ronas kann angreifen. Ach so, ja, das stimmt. Dann würde ich gerne mit Ronas angreifen. Genau. Darauf würde ich gerne reagieren und würde für 4 Mana Terra Thunder mit Kicker bezahlen, ja, und ihn exilen. Also wenn ich kann ein Artefakt oder eine Verzauberung exilen, mhm, und wenn ich die Kickerkosten bezahle, kann ich einen Nicht-Land-Permanent exilen. Dann wird wohl Ronas geexilt werden. Schade. Ronas war toll. Ja, weiß ich nicht. Bitte, das ist ein Artefakt. Dann untap, upkeep, draw. Dann würde ich für 5 Mana noch eine Sheoldred spielen. Heißt, ich muss eine Kreatur opfern? Eine Nicht-Spielstein-Kreatur. Nicht-Spielstein-Kreatur steht ja da sogar extra. Ja. Ich habe sehr viele Nicht-Spielstein-Kreaturen gerade. Genau. Autsch. Dann würde ich dich mit. Dann würde ich in Combat gehen, ja, und mit Glissa angreifen. 3-3. Passiert. Okay. Dann würde ich 3 nehmen. Genau. Und ich würde gerne als Fähigkeit den Modus nehmen, wo ich eine Verzauberung zerstören kann und deine Landverzauberung zerstören.
passiert. Ja. Okay, dann du. Puh, ich werde jetzt ziemlich auseinandergenommen. Ja, abwarten. Außerdem spielen wir mehr als eine Runde, deswegen ich glaube noch nicht so unbedingt, dass ich das nach Hause bringen werde. Abwarten. Bitte. Okay. Untap. Upkeep. Draw. Mhm. Als Land for Turn würde ich ein verschmutztes Schlammloch spielen. Klar. Oder verwunschenes Schlammloch, so rum. Dann würde ich in Combat gehen und dich mit beiden angreifen. Sie hat Menace. Ja, ich nehme 7. Okay. Wie viele bleibende Karten hast du in deinem Friedhof? Oder wie viele Karten hast du in deinem Friedhof? 7. Schade. Dann geht das noch nicht. Dann würde ich allerdings für 7 Mana würde ich eine Nissa spielen. Wollen und würde plus 1 benutzen und ein 8-8er Token ins Spiel bringen. Also, sie bringt einen Phyrexian Horror ins Spiel für plus 1, dessen Stärke und Widerstand gleich der Anzahl an Marken ist, die auf ihr liegen. Ja. Und für minus 1 könnte ich ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören und für minus 7 kriegen alle meine Kreaturen plus x für die Anzahl der Wälder, die ich kontrolliere. Ja. Und dann wärst du dran. Ich schieb zusammen. Okay. Ich habe nur noch Länder in Hand gehabt. Na, schade. Also, das brachte dann nicht mehr ganz so viel. Ha. Okay. Interessant. Interessant. Ja. Das war stark. Sehr stark. Das war aber auch eine gute Starthand. Weiß ich nicht. Ich hätte gesagt Removal, aber da hat Grün vielleicht nicht so viel von. Oder einfach schneller. Also ich brauche halt ein bisschen, bis ich da bin, wo ich hin will. Deswegen wäre das halt vielleicht was. Sure. Egal, ich versuch's. Auf die Art und Weise, glaube ich. Mach ich das so? Das weiß ich nicht. Thank you.
Ich möchte gerne beginnen. Gerne. Ah. So, natürlich. Sorry. Wieder den Würfel gerade falsch rumgelegt. Also auf die falsche Seite. Warum auf die falsche Seite? Das zeigt den Sieg an. Ah. Ah, okay, ja. So kann man es natürlich tracken. Funktioniert jetzt. Ob wir das beide hoffen, weiß ich nicht, aber. Ist halt so eine Frage. Ja. Bitte sehr. Jo, danke sehr. Dann mal auf ein gutes Spiel. Ebenfalls. Versuchen. Ja, das sehe ich ähnlich. Willst du? Ich würde halten, ja. Okay. Dann stelle ich mal einen Wald und einen Elfenmystiker. Okay. Kreatur, Elf, Druide, 1-1. Kann ich tappen, um Mana-Vorrat um grünes Mana zu erhöhen. Bitte. Dann ziehe ich. Ja. Würde anfangen auch mit einem Wald. Ja. Und dann wirst du dran. Und tappen wir mal einziehen. Aus Garenbruck. Mhm. Kommt getappt ins Spiel, das sei, wenn ich kontrolliere einen Wald, kann ich tappen für ein grünes Mana oder für zwei grün tappen, erzeuge 6 grüne Mana, verwende dieses Mana nur, um Kreaturen zu bewegen oder Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren. Ja. 3 Mana, Altholztroll. Okay. Kreatur, Troll, Krieger, 4-4, verursacht Trampelschaden. Wenn er stirbt und falls er eine Kreatur war, bringe ihn ins Spiel zurück. Er ist eine Aura-Verzauberung mit Verzauberer einen Wald, den du kontrollierst und der verzauberte Wald hat Tappen, erzeuge 2 grüne Mana und ein Mana Tappen. Opfere dieses Land, erzeuge einen getappten 4-4 grünen Trollkrieger, Kreaturenspielstein, der Trampelschaden verursacht. Bitte. Ja. Text, ja. So, dann würde ich Llanowar Wastes spielen. Sicher. Und dann wärst du dran. Dann tappen wir mal. Ziehen. Gehe ich mal in den Kampf kräftig an für 4. Die kriege ich. Dann nimmst du 4. Dann tappe ich 2. Werwolf-Rudelführerin. Mhm. Kreatur, Mensch, Werwolf, 3-3. Rudeltaktik, immer wenn die Werwolf-Rudelführerin angreift und falls du in diesem Kampf mit Kreaturen mit Gesamtstärke 6 oder mehr angegriffen hast, ziehe eine Karte. Ja. 3 Mana und ein grünes. Bis zum Ende des Zuges hat die Werwolf-Rudelführerin Basisstärke und Widerstandskraft 5-3, verursacht Trampelschaden und ist kein Mensch. Mhm. Elfenmystiker. Mhm. Name war Elf. Okay. Bitte. Ich ziehe. Ja. Jetzt spiele ich einen Wald. Ja. Das Land vertrauen und dann wärst du dran. Okay, jetzt kommt erstaunlich wenig von deiner Seite aus. Ja, tatsächlich. Ich hätte gedacht, ich bräuchte vielleicht noch 2 Züge länger, aber die habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich gehe in den Kampf. Greife mit den beiden an. Mhm. Trigger. Ich würde eine Karte ziehen. Ich. Dann nimmst du 7. Nehme 7, genau. Dann würde ich mal 4 Mana tappen, den aktivieren und
erzeuge 6 grüne Mana. Kann ich nur verwenden, um Kreaturen zu wirken oder Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren. Für 3 spiele ich einmal Jorvo, Fürst von Garenbruck. Mhm. Legendäre Kreatur, Riese, Adliger. 0-0. Jorvo, Fürst von Garenbruck, kommt mit 4+1+1 Marken ins Spiel. Immer wenn eine andere grüne Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf Jorvo. Falls dann die Stärke jener Kreatur höher ist als die von Jorvo, lege eine weitere +1/+1 Marke auf Jorvo. Mhm. Dann habe ich noch 3 Mana übrig. Spiele einen ehrfürchtigen Jäger. Mhm. Kreatur, Mensch, Bogenschütze. 1-1. Wenn der ehrfürchtige Jäger ins Spiel kommt, lege so viele +1/+1 Marken auf ihn, wie deine Hingabe zu grün beträgt. Mhm. Für Hingabe muss ich die Anzahl an grünen Mana-Symbolen. Ja. Einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sein Trigger und sein Trigger. Mhm. Mach seinen zuerst. Er hat 12 Marken. Ja. Dann kommt er, eine andere grüne Kreatur ist ins Spiel gekommen, er kriegt eine Marke. Seine Stärke ist größer, er kriegt eine Marke. Ja. Bitte. Ja, dann würde ich sagen, GG. Okay. Hast du gewonnen. Gut. Dann steht es jetzt 1-1. Ja. Und machen wir einmal so, um es anzuzeigen. Genau. Alles klar. Gut. Dann geht's jetzt ins Finale. Dann geht's jetzt ins letzte Spiel, ja. Hm, will ich doch nochmal was ändern. Was spielt ihr für Decks? Ja gut, im YouTube-Thumbnail steht's drin, aber ich spiele Monogrün Stompy. Genau, und ich spiele so ein bisschen ziemlich standardmäßig einfach Golgari mit vielen Prätoren und Karten aus New Phyrexia. Und also Golgari-Prätoren sozusagen hauptsächlich. Genau, mit Warrenclaves, Sheoldred. Und sehr vielen großen, bösen. Ja. Großen, bösen Sachen, genau. Ja. Ja. Warrenclaves, Sheoldred. Haben wir gerade schon in Spiel 1 gesehen, die haben, also wenn die einmal da sind, dann sind die sehr schwer zu stoppen. Sehr schwer. Wenn man kein Removal dann halt entsprechend hat. Ja, dann hat man da eher wenig gegen. Aber ich bin halt ein bisschen langsamer dann tatsächlich. Ja. Und das ist halt bitter. Ja, du brauchst halt viel Mana. Das ist genau das. Im ersten Spiel hattest du halt. Da hatte ich halt ein bisschen Glück mit den Stampfern. Da hattest du sehr viel Glück damit, ja. Die haben dir schon einiges gebracht. Ja. Okay. Du darfst entscheiden, ob du beginnen möchtest. Ich würde anfangen. Sehr gerne. Also kein Meta, ja, nicht so wirklich. Nee, eher Off-Meta. So, dann. Das würde ich auch halten. Ich nicht. Ich habe tatsächlich eine Hand gehabt mit keinem einzigen Land. Das ist nicht haltbar. Ja, da ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dann Länder ziehst, ja, wenn noch so viele da sind. Andersrum, wenn ich dann kein Land ziehe, dann mache ich halt nichts. Dann kann ich halt Karten ziehen und die direkt wieder abwerfen. Ja. Ist doch auch mal was. Ja, ich meine, gibt vielleicht Strategien, wo das vielleicht auch okay wäre. Ja, gibt es. Das Deck, nein. Bei dem Deck definitiv macht das keinen Sinn. So viel kann ich. Doch gar nicht. Also so ganz ohne Mana tatsächlich. Ja. Das sieht vielleicht nicht aus wie Dredge oder. Naja, nee. Wahrscheinlich eher. Nicht so unbedingt. Also ja, kein Mana würde ich auch nicht halten. Nee, das war nicht mal ansatzweise eine Überlegung. Okay. Dann schauen wir mal die zweite Hand an. Okay. Dann würde ich anfangen mit einer Overgrown Tomb. Ja. Betappt. Okay. Dann du. Wald, bitte. Ein verwunschenes Schlammloch und du.
Schloss Garenbruck. Kommt getappt ins Spiel, das heißt, ich kontrolliere einen Wald, was ich habe. Kann ich tappen für ein grünes Mana oder für zwei doppelgrüne Tappen, erzeuge 6 grüne Mana, verwende dieses Mana nur, um Kreaturenzauber zu wirken oder Fähigkeiten von Kreaturen zu aktivieren. Ja. Bitte. Okay. Ich mache erstaunlich wenig. Draw. Dann spiele ich einen tollen Oilslick Wald. Ja. Und einen Topiari-Stampfer? Für 3 einen Topiari-Stampfer, genau. Ich durchsuche meine Bibliothek nach einem, also wenn er ins Spiel kommt, darf ich meine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und das getappt ins Spiel bringen. Ja. Ich nehme einen Sumpf. Jo. Und er kann nicht angreifen oder blocken, solange ich nicht mindestens 7 Länder kontrolliere. Verständlich. Und dann bist du dran. Ein weiteres Schloss Garenbruck. Und ein Altholz-Troll. Kreatur, okay. Trollkrieger, 4-4, verursacht Trampelschaden, wenn er stirbt. Und falls er eine Kreatur war, bringe ihn ins Spiel zurück. Er ist eine Aura-Verzauberung, verzaubert einen Wald. Der Wald kann jetzt tappen für 2 grüne Mana oder für 1 Mana tappen, opfern. Macht den 4-4er-Token mit Trampelschaden. Mhm. Bitte. Okay. Ante. Ja. Upkeep. Draw. Ich würde ein Bushwhack spielen für ein grünes Mana. Was macht Bushwhack? Ich darf entweder meine Bibliothek nach einem Basisland durchsuchen und es vorzeigen oder auf meine Hand nehmen. Ja. Oder eine Kreatur, die ich kontrolliere, kämpft gegen eine Kreatur, die du kontrollierst. Ja. Ich nehme, also ich suche mir ein Land raus. Ja. Bringst du das nur auf die Hand? Ich kriege es auf meine Hand, genau. Aber da ich noch kein Land for Turn gespielt habe. Mhm. Also ich nehme mir diesen Sumpf aus meiner Hand. Okay, du brauchst auf jeden Fall Länder, ja. Jetzt hast du dein 5. Land, was du dann direkt wahrscheinlich gleich legen wirst. Genau, das würde ich dann jetzt auch direkt ausspielen. Ja, verständlich. Und dann wärst du dran. Dann tappen wir mal. Zieh eine Karte. Ich leg mal einen Wald. Mhm. Ich würde in den Kampf gehen, würde dich angreifen für 4. Ja, da würde ich gerne für 2 Mana ein Go for the Throat spielen. Und eine Nicht-Artefakt-Kritte zerstören. Ich würde deinen Troll zerstören. Dann würde er zerstört werden und geht an einen Wald dran. Mhm. Heißt, ich habe jetzt potenziell 5 Mana. Du hast mir ein Mana geschenkt. Ja. Ja. Sehr freundlich. Gerne. Lanowalf. Mhm. Bitte. Okay. Untap, Upkeep, Draw. Ja. Für 4 Mana würde ich gerne eine Invasion von Zendikar spielen. Ist eine Schlacht mit 3 Verteidigungsmarken. Ja. Wenn sie ins Spiel kommt, darf ich 2 Länder, Standardländer, getappt aus meiner Bibliothek ins Spiel bringen. Das ist eine Menge, ja. Genau, das würde ich jetzt machen. Ich würde diesen Sumpf nehmen. Ja. Und diesen Wald. Ja. Das ist durchaus gut, ja. Genau. Also für dich, für mich eher so nicht. Abfahrt. Was macht dir die Schlacht, wenn die besiegt wird? Dann wird sie geflippt und wird zu einer 4-4er-Kreatur. Ja. Mit Eile, Wachsamkeit und die ich für einen Mana einer beliebigen Farbe teilen kann. Okay. Dann würde ich in Combat gehen. Ja. Ich kontrolliere jetzt 7 Länder. Ja. Und würde mit dem Topiari-Stampfer die Schlacht angreifen. Okay. Du hast Angreifer deklariert. Ich möchte jetzt reagieren. Ja. Ich möchte 4 Mana tappen. Mhm. Und eine Truppensammlung spielen. Ja. Spontanzauber. Schaue dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Bringe davon bis zu 2 Kreaturenkarten mit ungewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger ins Spiel. Lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Achso, du dürftest noch. Passt. Dann gucke ich mir mal an.
würde die beiden bestimmen. Stahlhand-Champion und Jorvo, Fürst von Garenbrook. Mhm. Stahlhand-Champion, Kreatur 11, Krieger 5-4. Der Stahlhand-Champion kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Mhm. Und Jorvo, Fürst von Garenbrook, legendäre Kreatur, Riese Adliger. Jorvo, Fürst von Garenbrook, kommt mit 4+1+1 Marken ins Spiel. Immer wenn eine andere grüne Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf Jorvo. Falls dann die Stärke jener Kreatur höher ist als die von Jorvo, lege eine weitere +1/+1 Marke auf Jorvo. Okay. Also zuerst mal, sein Anfangs kommt mit 4+1/+1 Marken ins Spiel. Eine andere grüne Kreatur ist unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen, der kriegt eine Marke. Dann möchte ich Blocker deklarieren. Mhm. Jorvo blockt ihn. Ja, darauf würde ich gerne nicht reagieren, weil ich kein grünes Mana offen habe. Dann ist das so. Dann tötet Jorvo ihn. Ja. Dann dein Zug. Jawohl. Weit. So. Auf der sind vier, ne, drei drauf. Drei. Gut. Dann würde ich, glaube ich, mal gerne vier Mana tappen, Schloss Garenbrook tappen. Mhm. Für sechs grüne Mana. Mhm. Drei verwende ich, um Ronas der Unbezwingbare zu spielen. Mhm. Legendäre Kreatur, Gott, 5-5. Todesberührung, unzerstörbar. Ronas der Unbezwingbare kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Für 2 und ein grünes Mana. Eine andere Kreatur in deiner Wahl erhält +2/+0 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ist ins Spiel gekommen? Trigger. Mhm. Der ist kleiner, also keine weitere Marke. Ja. Dann haben wir noch 3 übrig. Garruks Vorbote. Kreatur Bestie. 4-3. Fluchsicher vor Schwarz. Immer wenn Garruks Vorbote einem Spieler oder Planeswalker Kampfschaden zufügt, schaue dir entsprechend viele Karten oben von deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturen- oder Garruk Planeswalker Karte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Mhm. Eine andere grüne Kreatur ist ins Spiel gekommen. Mhm. Ja, wo kriege ich eine Marke? Ja. Dann möchte ich gerne in den Kampf gehen. Die beiden greifen an. Für 12 in Summe. Ja, dann kriege ich 12. Dann kriegst du 12. Bitte. Okay. Jetzt muss was kommen. Ich spiele ein Restless Cottage. Mhm. Und spiele für 6 Mana, die ruppigen Drillinge, mhm, Rough Triplets. 3 Dreier, Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, kriege ich 2 Spielsteine, die eine Kopie von ihm sind. Ja. Und immer wenn die ruppigen Drillinge sterben, kriegen alle anderen ruppigen Drillinge Marken in Höhe der Stärke. Ja. Das heißt, ich kriege. Dafür habe ich jetzt tatsächlich keine Token mehr. Ja, da gibt es auch, glaube ich, keine offiziellen Tokens für. Nee, genau. Da gibt es einfach 2 irgendwie umgedreht. Ich hätte jetzt hin, würde ich sagen. Geguckt, aber die Triplets, ja, sie waren im Draft immer sehr, sehr, sehr gut. Mhm. So, jetzt würde ich. Du hast ein schwarzes Mana. Ein grünes. Ach, ein grünes. Genau. Okay. Für dieses eine grüne Mana würde ich in meiner Main Phase immer noch Tailswipe spielen. Mhm. Wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, kämpft gegen eine Kreatur, die du kontrollierst. Ja. Wenn ich es in meiner Hauptphase benutze, kriegt meine Kreatur zusätzlich noch +1/+1. Ja. Ich würde diesen Drilling-Token nehmen. Mhm. Er ist ein 4-4er und er kämpft gegen deinen Ritter. Mein Stahlhand-Champion. Genau. Passiert. Okay. Dann sterben die beiden. Dann sterben die beiden. Meine anderen beiden kriegen entsprechend 3 Marken. 4. 4? Ah ja, stimmt, da waren 4-4er. 4 hatte, genau. Stimmt. Das heißt, die beiden sind jetzt 7-7. Genau. Das ist groß. 2 7-7er. Jo.
Und dann wäre ich fertig. Gut, okay. Dann enttappen wir mal. Ziehen eine Karte. So, dass man sofort weiß, wie stark er ist. Ja. Macht das jetzt gerade Sinn? So, wenn ich das habe, dann kann ich das. Okay, ich gehe in Angriff. Ich greife dich mit allem an. Mit allem? Mit allem. Okay, ich würde mit ihm, also mit meiner Kopie, würde ich Jorvo blocken. Mhm. Und hiermit würde ich ihn blocken. Okay. Dann würde ich gerne seine Fähigkeit aktivieren. Mhm. Und ihm plus 2 plus 0 und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges geben. Und ihm plus 2 plus 0 und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges geben. Ja. Dann passiert, ich kann ja eh nichts dann dagegen machen. Dann würdest du entsprechend 9 Schaden bekommen. Ja. Das reicht. Das reicht. 10, oder? Sogar. 5 und der hat. Stimmt, 10, ja. 10 sogar. Ja, das reicht genau. Also, ja. Reicht sogar etwas darüber. Genau. Das war knapp. Vielleicht. Vielleicht, ja. Gut, gutes Spiel. Ja. Glückwunsch. Danke sehr. Dann, ja, hoffen wir mal, das hat euch soweit auch Freude bereitet. Und genau. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch viel Spaß und bis zum nächsten Spiel. Ciao. Auf Wiedersehen.